Unsere Identität ein Segen sein, so lautet das Leitwort in diesem Jahr. Mensch, du bist ein Segen. Dieses Wort kennen wir so als geflügeltes Wort. Und immer wenn Menschen Segen erfahren, das heißt ja etwas Gutes tun, was dem Leben dient. Und wir leben aus der Zusage Gottes, dass wir gesegnet sind für unser Leben. Aber wir sollen auch zum Segen für andere werden. Und das wollen wir in diesem Jahr am Diaspora Sonntag nach außen kehren, dass das sozusagen zu unserer Identität gehört, zum Segen für andere zu werden, wenn wir Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in einer Minderheitensituation unterstützen, wenn wir auch voneinander wissen, dass wir füreinander beten, miteinander im Glauben verbunden sind, ist das ein Segen für uns. Wenn wir Räume eröffnen, wenn wir Jugendliche und Kinder unterstützen, in den Glauben als frohe Botschaft hineinzuwachsen, ist das ein Segen für die Menschen. Und wenn andere einfach erfahren, keiner soll alleine glauben, dann wissen sie, es ist ein Segen, dass ich nicht allein da bin. Wir leben in einer weltweiten Gemeinschaft. Und es ist ein Segen, wenn Menschen uns unterstützen, wenn sie uns fördern, Spenden geben, auch in finanzieller Hinsicht. Dann wird es zum Segen für andere. Und es ist sehr schön, selbst gesegnet zu sein, um zum Segen für andere zu werden.